So, und es geht weiter. Nach 2 Jahren habe ich mich da doch dazu entschlossen, nachzugucken, wie ich das jetzt löse. Mit Waffen. Also angeblich soll hier an der Wand oder in der Küche eine kaputte Tür sein oder sowas. Daneben ist eine Spraydose und die muss ich aktivieren, damit die Tür aufgeht. Ich habe das Gefühl, dass das Bullshit ist. Warte mal, ich habe die Tür schon aufgemacht. Das aus dem Safe habe ich auch schon rausgenommen und die Leiche ist auch schon da. So, ich habe auch ein Depot. Okay. Totale Scheiße. Okay, habe ich da noch. Bin ich noch zu dumm zum Googlen anscheinend. So. Closet, bla bla. Es ist so schwierig für mich, niemand aus dem Labor zu schmuggeln. Die Wachen der Dvalis verdächtigen mich schon. Wir müssen unsere Vorgehensweise ändern. Das Labor befindet sich unter dem Zellen Apartment-Komplex. Such die Generatoren, dann findest du auch das Labor. Du musst durch 2 Türen, der Code für beide Türen ist 031. Klingt einfach, oder? Tja, dummerweise haben sie zwischen den Türen ein Geschütz installiert. Sieh dir das Ganze mal an, wenn du Zeit hast, und melde dich bei mir, Armand. Dafür habe ich jetzt 2 Jahre gebraucht. Leck mich am Arsch nicht. Fuck. Oh, hallo. Eine Katastrophe. Wie können wir mit denen Deals machen? Und dafür habe ich 2 Jahre gebraucht, ich mag's nicht. So, jetzt mache ich ihn gleich nochmal zu. Darauf habe ich keine Lust. Schlimm, was diese Optis angerichtet haben.
Finde ich auch Bruce Willis. Ich finde es auch. Nächstes Mal nehmen Sie die letzten beiden Wagen. Oder Sie kommen in den Knall. Ich nehme doch jedes Mal die letzten beiden Wagen. Das wird ja funktionieren. Sir, es tut mir leid. Die Polizei bedrängt mich. Das kenne ich. Sie arbeiten für die Santo Group? Ja, ich vertrete sie beruflich. Felice Ullman. Sir, Sie haben sicher schon von Rabia gehört. Möchten Sie dort ein neues Leben anfangen? In einer Stadt, in der die Entscheidung für Augmentierungen respektiert wird? Was würden Sie sagen? Ich würde sagen, ich komme gerade aus dem Utolek-Komplex. War das nicht Santos letzte bessere Zukunft für Augmentierte? Das sollte eine vorübergehende Wohnlösung für Gelegenheitsarbeiter sein. Aber nach dem Zwischenfall hatte die tschechische Regierung andere Pläne. Und Santo hat die Verantwortung abgelehnt. Nein, wir konnten nichts tun, weil wir damals vertraglich an die Regierung gebunden waren. Heute wickelt Santo so etwas anders ab. Dank Mr. Brown. Es überrascht mich, dass ein Konzernchef wie Nathaniel Brown so offen Augmentierte unterstützt. Mr. Brown ist ein Erneuerer, der auch einreist. Wir können nicht einfach alles wieder aufbauen. Das hat nicht funktioniert. Wir müssen neu anfangen. Dass Ihr Unternehmen die einzige Option für Tausende von augmentierten Bauarbeitern ist, ist sicherlich auch sehr hilfreich. Die Welt hat das Potenzial der Augmentierungen vergessen. Aber Bau und Besiedlung einer umweltfreundlichen, völlig autarken Archäologie? Das ist nicht nur Mr. Browns Lösung für die Augmentierten, sondern für die Zukunft von Städten an sich. Was genau ist an Rabia anders? Früher haben wir Städte für Regierungen und Mittelsmänner gebaut. Jetzt bauen wir sie für die Menschen. Rabia ist ein souveräner Staat aus dem 3D-Drucker. Direkt für seine Bürger. Keine Stadt für Augmentierte, sondern eine augmentierte Stadt. Die Verkaufsmasche klang vor dem Zwischenfall anders. Mehr Luxus, weniger Augmentierung. Das war, bevor Mr. Brown den Vertrag von der Regierung in Oman zurückgekauft hat. Die Welt hat sich verändert und wir auch. Jetzt besitzen wir die Stadt, das Land und ihre Botschaft an die Welt. Einfach alles. Hört sich alles sehr komisch an. Wenn Brown das alles weiß, sehen wir uns in ihrer Zukunft vielleicht mal wieder. Hier haben wir jedenfalls keine Zukunft. Das steht fest.
Mějte na paměti, že předměty týkající se augmentací, například biomaterie a jisté nástroje, či další autorské příslušenství, mohou být během namátkových kontrol zabaveny. Děkujeme za spolupráci. Hübsche Ausrüstung. Verhaften? Johnny geht nirgendwo hin. Weshalb die Eile? Ich habe dieselben Befehle wie Sie. Ich kenne Ihre Befehle. Tun Sie mir den Gefallen und tun Sie wenigstens so, als würden Sie Beweise suchen. Sie glauben nicht, dass er es war? Doch, aber ich glaube auch, dass wir zumindest versuchen sollten, es zu beweisen. Ist das okay für Sie? Ja, aber natürlich. Wie Sie meinen. Verschwinden. Die Behörden machen sowas ständig. Das ist was anderes. Sie ist freiwillig runtergegangen. Typhoon.
Was? Lidermarkierung? Nee, brauche ich nicht. Retina-Prothese. Die eine Retina-Prothese ist die Basis für sämtliche... Warte mal, kann ich das jetzt lesen? Ach, okay. Die iKnow-Retina-Prothese ist die Basis für sämtliche optischen Augmentierungen und muss in beiden Augen implantiert sein, bevor weitere Geräte eingesetzt werden können. Das HUD der Prothese zeigt Daten über Gesundheitszustand und verfügbare Ausrüstung an und ermöglicht den drahtlosen Zugriff auf persönliche Datenbanken sowie eine direkte audiovisuelle Telekommunikation. Dieses optische Membranimplantat dient als Datenframe für Sichtaugmentierungen und besteht aus einer mikrofeinen Grundschicht, die auf die Innenseite des menschlichen Auges aufgebracht wird und über einen synthetischen Nervengewebsstachel mit dem Sehnerv verbunden ist. Dadurch ist die direkte Projektion digitale Informationen auf die Netzhaut möglich. Augmentiert Sinn mit eingebettetem HUD. Zeigt HUD und augmentierte Realität an. Keine Aktivierung erforderlich. Effekte werden automatisch gewährt. Schützt vor den Auswirkungen von Schockgranaten und Minen. Aktivierung, keine Aktivierung erforderlich. Effekte werden automatisch gewährt. Energieverbrauch keine. Achso, das ist einfach nur mein HUD. Ah, ja. Ah, okay. Aber. Nee, brauche ich nicht. Was ist das? Des Radars. Nee, brauche ich nicht. Zeigt das Sichtfeld von Zielen auf dem Radar an. Brauche ich auch nicht. Zeigt selbst erzeugte Geräusche optisch auf dem Radar an. Nee, brauche ich nicht. Das ist alles für Naps. So, was haben wir hier? Info-Link. Nee. Sozialoptimierer. Analysiert den Geisteszustand einer gewissen Einzelperson. Okay. Dafür bräuchte ich aber zwei. Was ist hier? Geschützkontrolle. Und das. Roboter. Das merken wir uns. Was war hier? Erhöht den Verteidigungswert verstärkter Knoten. Aktivierung. Weißt du was? Erhöht den Verteidigungswert verstärkter Knoten um den Faktor 2. Ja. Hilfe. Tatsächlich. Was haben wir hier? Ah, hier haben wir die Quest weitergemacht. Hier haben wir plus 9. Klickt das einfach mal alles an. Vielleicht geht dadurch irgendeine Quest weiter. Warte mal, Zugangskarte für den Picos-Tresor, Tütchen mit Neon. Eine Dosis einer neuen illegalen Droge namens Neon. If you want more, follow the rainbow. Ah ja. Irgendwo muss ich doch eigentlich. Ne, ich hab nichts, okay. Bridge Software. Gefunden, gehandelt. Square Enix-Mitglieder. Scannen Sie diesen Dreieckcode mit der Deus Ex Universe App. Ah ja, es gibt eine App. Wie cool. Gut, Info.
alles gut. Kein einziger Grund zur Sorge. Hier ist nichts. Wenigstens langweilst du dich nicht, oder? Warte, wo sieht er mich denn durch? Ziemlich verlockend, mal das Neon zu probieren. Aber das lasse ich nicht. Ich habe keinen Chemiker gesehen, der Ware stehlen wollte. Erinnert mich an diesen Song von Oral Savage. Natürlich denke ich an den Wodka. Wundert mich ein wenig, dass dieser Arzt weiter für uns arbeitet. Ich habe was gesehen, hier drüben. Entspann dich. Er ist weg! Eigentlich mit der Batterie aus. Ich bin die ganze Zeit auf dem Sack. So, Inventar. Haben wir hier denn Batterie? Ich habe vergessen, wie die aussieht. Ist das eine Biozelle? Untersuchen. Mit Biozellen können Sie Ihre Energieanzeige voll aufladen oder elektrische Geräte mit passendem Anschluss betreiben. Ja, dann. Aber halt nicht ganz voll, ne? Mehr. Labor. Komm mit
gut, Take-off. Ich habe Geld. Töte ihn nicht. Das wäre ein Spaziergang. Greifen Sie uns an. Was hat Neon Ihnen getan? Tun Sie nicht so überrascht. Ich weiß, was Ihr Produkt mit Optis macht. Neon musste Aufmerksamkeit erregen. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Das hier ist ein Privatlabor. Sie dürften gar nicht hier sein. Warum sollte ich nicht sofort Alarm auslösen? Zunächst einmal, weil keiner mehr darauf reagieren kann. Ich schlage vor, keiner von uns tut was Unüberlegtes. Was erwarten Sie von mir? Ich bin nur eine Chemikerin. Tötet Menschen. Ich gehe erst, wenn das nicht mehr möglich ist und sie werden mir dabei helfen. Okay. Sie stellen etwas her, das Menschen tötet. Ich gehe erst, wenn das nicht mehr möglich ist. Und sie werden mir dabei helfen. Warum sollte ich ihnen helfen? Menschen haben das Recht, sich von der Welt loszulösen. Ihr Geist und ihr Körper gehören ihnen. Warum sollte das nicht mehr möglich sein? Weil die nicht sterben wollen, vielleicht, du Arschloch. Ich weiß, dass Neon für Optis tödlich ist, habe ihr Liefersystem aufgedeckt, diesen Ort gefunden, bin an den Bachen vorbeigekommen. Sie sollten mich und meine Entschlossenheit nicht unterschätzen. Sie haben keine Wahl, entweder sie helfen mir, dieses Labor zu sabotieren, oder sie enden wie ihre Freunde da draußen. Ich bedrohe sie. Sie haben keine andere Wahl. Entweder sie helfen mir, dieses Labor zu zerstören, oder sie enden wie ihre Freunde da draußen. An dieser Stelle schreie ich sonst immer und bewaffnete Männer kommen angelaufen. Diesmal nicht. Sie können gerne schreien, aber niemand wird sie hören. Oh, er ist halt angsteinflößend. Ich kann sie vielleicht nicht aufhalten, aber helfen muss ich ihnen auch nicht. Weißt du was? Scheiße, das geht nicht. Ich wollte sie K.O. schlagen. Entschuldigung.
Es war ziemlich stur von dir, die Neon-Reaktor-Codes zu behalten. Du sagst, das dient in unserem Schutz, dass nur du weißt, wie man die Reaktoren sicher betreibt. Aber das ist Schwachsinn, Harmony. Chernobog sieht das übrigens genauso. Dein Wissen hält dich nicht ewig am Leben, schon gar nicht, wenn wir herausfinden sollten, dass du das Produkt nach draußen schmuggelst. Mach keinen Fehler, das Labor gehört jetzt uns, den Dvalis, genau wie du, Michael. Betäubungsgewehr. Oh Gott. Gewehr, okay. Thank you.
Ja. Ach, ich bin mit der Quest jetzt fertig. Endlich, nach 2 Jahren. Puh. Okay. Was steht an? Sicher und unter sich. Was soll das denn heißen? Hey, bist du okay?
so gut. Jetzt habe ich meinen. Jetzt habe ich alles gekriegt. Jetzt riskiert. Ah, Scheiße. Hat er mich gesehen? Wenn sie bleiben, bin ich gezwungen zu schießen. Ich brauche Verstärkung. Stehen.
Außer der Palisade Bank ist hier nachts nicht viel offen. Milena, ich bin in der Opti-Registrierungsstation. Moment, ich müsste jetzt auch Zugriff kriegen. Warum sehe ich einen Sicherheitstimer? Weil wir das beide noch nie gemacht haben. Drücken Sie die Daumen. Ich habe mir den Mitarbeiterausweis in einer Bar ausgeliehen. Alter, tipp so schnell. Warum steht da, dass es nur einen Aktivierungslot gibt? Scheiße, scheiße, scheiße! Die Stadt hat Quoten für sowas. Prag reguliert die Leute zu Tode. Was soll das heißen? Dass der Typ im System nicht zwei Leute registrieren kann. Scannen Sie was. Keine Zeit. Helfen Sie wenigstens einem. Gut. Irenkas Dokumente müssten jetzt jeder Überprüfung standhalten. Sie ist damit echt. Obwohl sie es eigentlich nicht ist. Ich wollte zwei Personen helfen. Manchmal klappt auch mal was nicht. Sie müssen sofort da raus. Bitte. Okay. Milena, die Legitimation, die ich nicht scannen konnte. Was passiert jetzt mit Edward? Er endet vermutlich in Gollum. Oder wird wegen falscher Papiere verhaftet. Kommt in irgendeine Zelle. Keine Ahnung. Ein Erfolg fühlt sich anders an, was? Kann man wohl sagen. Ach, hier war ich schon mal. Hey, du mit der Sonnenbrille. Komm mal her.
Was willst du denn? Das war's für heute. Sie haben alles gekauft, was ich hatte. Wenn Sie nichts kaufen, müssen Sie hier auch nicht rumstehen. Was ist denn Arsch? Ruft er mich und hat er nichts für mich? Autsch. Ah, Bier hau ich mir jetzt rein. Bier. Wo ist mein Bier? Da. Ein bisschen.
jetzt in die Verbundungstour gehen, kann ich den schaden. Okay, hier ist nix.
Wie es aussieht, waren nicht unsere Kunden das Problem. Das Band, das eure Familie verbindet, besteht nicht aus Blut, sondern aus Respekt. Die meisten von euch sind loyal, alle anderen sind jetzt tot. Ich hoffe, ich werde nie wieder so enttäuscht. Otar. Danke, Otar. Wenn ich hier nicht aufpassen müsste. Gib deine Credits woanders aus. Ich will mit Typen wie dir nichts zu tun haben. Machen wir die andere Quest weiter.
Suche weiter, over. Läuft. Mir ist das Spiel abgestürzt. Ja, dann hätte ich gesagt, ich beende mal Let's Play hier. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.